don't forget to subscribe! Ich hätte es gefallen, wenn er sich selber getroffen hätte. Ich meine, es hätte der Rische verdient. Ich habe ja kaum Schaden. Doch. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Klar. Mein einziger Treffer ist ein Crit. Ah, schon mit Absicht gemacht. Ich wollte testen, wie weit es nach hinten fliegt. Aber ich hätte. Aber es war mir irgendwie klar, dass ich ein bisschen mehr. Sag schon. Mehr Kraft aufnimmt. Tja, damit. Da jetzt unsere Lücke wieder so schön beieinander ist. Ich glaube, es ist soweit. Obwohl, das war eigentlich relativ in Ordnung. Aber nur weil ich da getroffen wurde. Die können sich auch teleportieren? Also jetzt geht es langsam zu weit. Vor allem, wieso kann er sich plötzlich noch teleportieren? Wenn man einmal abgeschossen hat, dann sollte man gar nichts mehr machen können. Betten ist dazwischen, zwischen Minion A und Tank. Nein, genau bei Tank. Mach's mir's einfach. Das einzige Positive ist, dass Minion A dort ist. Was ist der doof? Dass ich jetzt auch Master Tank 4 einfacher treffen kann. Und da der Fall auch extrem viel Schaden macht. Ja, na sicher! Natürlich werde ich einfach getroffen. Das Spiel kann ja nichts anderes als zum Betrügen manchmal. Hättest du nicht wieder ein bisschen weiter rechts sein können? Minion A, Tank ist auf der anderen Seite. Wenigstens nur einen Schaden. Also einmal Schaden bekommen. Ich hoffe, er fliegt nicht raus. Bitte lass ihn da drinnen bleiben. Das ist schon bitter, wenn man 25 selber Schaden macht. Und das war richtig knapp. Es ist wirklich an mein Ohr vorbeigeflogen. Hier, eine Blume. Frieden. Gut, dass ich nicht dran bin. Das war das Feuerwerk. Die haben es gefeiert. Leider habe ich Schaden bekommen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Schaden, also wie viel diese Waffe Schaden macht. Oh, das ist sehr schön. Perfekt in der Reichweite. Oh, und dann noch Pfeil. Oh, das ist. Das wird wie ein. Das wird wie ein bitter werden. Fick dich! Das. Wieso ist es jetzt daneben? Ich wusste, dass wieder so ein Scheiß kommt.
Ach, das ist Störung, nicht Zipper. So nebenbei sollte man langsam dort weggehen, ich habe keinen Schutz mehr. Also die dritte Runde ist zwar viel besser dran, aber das mit dem Pfeil war jetzt für mich Betrug. Okay, ich bin zu weit weg. Da hat man wirklich mal Hoffnung gehabt, dass man jetzt sehr viel Schaden anrichtet und dann kommt dieser Scheiß. Ich meine, ihr habt ja gesehen, ich habe ja einmal nach links gemacht und es hätte ihn auch nicht getroffen. Ich glaube höchstens Minion A, aber dennoch. Das ist bitter. Ich traue mich eigentlich gar nicht, diese Waffe abzuschießen. Ich weiß nicht, wie sehr es dann abprallt. Und der Hügel zwischen uns wird auch immer kleiner. Ah, okay, das ist einigermaßen nur noch okay. Ich finde diese Waffe eigentlich auch extrem scheiße. Ja, natürlich! Ja, übertreib doch nicht! Oh, man merkt richtig, ich bin Rage. Ah, das finde ich sehr gut, dass du mehr Tank getroffen hat. Oh oh. Bitte flieg in die Lücke rein. Er kann eigentlich nur in die Lücke reinfliegen. Aber guck mal, man merkt total den Unterschied. Ich finde es gut, dass der beide getroffen hat. Jawohl! Das ist nicht schön, aber ich wurde wenigstens verschont und... Und was soll dieser Scheiß wieder? Ich hätte es gefeiert, wenn Minion A noch gelebt hätte oder wenn Tank dort gewesen wäre. Oh, er hat ja immer noch über 1000. Krepier doch mal jetzt endlich. Ja klar, und der letzte trifft mich einfach so. So nebenbei. Ja klar. Also ich mag Waffen nicht, die auch Gegner selber nicht schaden können. Fuck it.
Ja, du kannst gerne da drin bleiben. Ich weiß, er wird da so nicht treffen. Ich möchte nur gucken. Gut, er würde dann hier fliegen. Also eins da weiter halt. Klar, ja, komm. Oh, Alter, was soll dieser Scheiß jetzt schon wieder? 185. Eigentlich müsste es jetzt da reintreffen. Und ich habe nichts viel da drin. Die kann ich wenigstens verschwenden. Die machen ja wirklich sehr wenig Schaden. Was habe ich denn da getroffen oder bekommen? Und der hat wieder Schutz an. Mann, ich denke immer, das ist immer dieser Glücksfall. Es sind alle gute Waffen. Kriegt er wenigstens so Schaden? Ja, wenigstens. Und der trifft nicht, was? Ja, fick dich. Und alles gute Waffen. Wenigstens kann ich Schwebeball verschwenden. Klar. Ja, klar. Ich krieg mindestens einen Kratzer ab. Reinsetzte Schaden. Hey, wow, du spielst doch mal kurz auf meiner Seite. Und das Problem ist, er hat jetzt über ein Viertel schon Lebenspunkte verloren. Eigentlich hätte es schon viel mehr sein können. Ich hätte jetzt gerne einen Fall und hier zweimal Schaden. Und ich möchte gerne auch, dass er da drin bleibt. Aber wir wissen, er wird noch einmal Schutz anmachen oder mehrmals. Und noch sich teleportieren. Es ist noch zu früh, um Schutzschild zu nehmen. Ha. Ja, 21 Schaden. Wisst ihr, wenn ihr dauernd hier immer wieder das Schutzschild aktivieren kann, dann macht es auch keinen Spaß. Ich kann es wenigstens verschwenden.
Weil das... Ja, toll, willst du ein Däumchen kriegen? Ich nehme erst das Schutzschild, wenn ich... sag schon. Ah ne, prallt er nicht dagegen ab? Wo ist das hin? Ui. Ich meine, das ist einfach nur aus Running Gag, also einfach nur so aus Langeweile. Aber es war mir auch irgendwie schon klar, dass ich es nicht schaffen werde. Andernfalls ist es ja keine Panzerung. Die Panzerung kriegt man immer nur rein zufällig. Guck mal, wieso hat der immer noch Panzerung? Schutzschild. Was soll der Scheiß? Wenn ich statisch Schaden bekomme, was ich zum Glück nicht bekommen habe, wäre es extrem Betrug gewesen. Siehst du, mein Schutzschild ist jetzt weg und der kriegt. Ich verstehe das manchmal nicht. Wenigstens bin ich sehr weit weg von diesem Bastard. Und dennoch werde ich trotzdem verlieren. Mit 110 Lebenspunkten gegen einen Gegner, der noch über 1000 Lebenspunkte hat. Ja, klar! Ach, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Wenigstens habe ich Chaos geschafft. Und das nächste Mal kommt ein Versus-Kampf gegen jemanden anderen, der sich dann auch ein bisschen vorstellt. Wir haben einige Runden gespielt und es werden insgesamt, je nachdem wie ich schneiden möchte, zwischen 3 bis 4 Parts. Feiner Boss. Und Fierce of Fiber sind echt frustrierende Level. Eigentlich auch andere Level, aber die habe ich ja nach einer Weile geschafft. Aber Final Boss ist wirklich sehr frustrierend. Nämlich, ich finde, sowas macht keinen Spaß. Weil man hier, wenn die Gegner einfach overpowered sind und dann noch hier der hier Master Tank. Wie ist der so? Ist mir auch egal, wie der Scheiß heißt. Dass er noch hier 1000-mal Schutzschild anmachen kann und ich kann meine guten Waffen nicht verwenden. Und ja, wenn ich halt nur gute Waffen habe, dann muss ich die leider verschwenden. Entweder sie hätten ihn einfach nur, er hätte das Schutzschild maximal 1 bis 2 mal verwenden können und das auch nur für circa 2-3 Runden, nee, am besten für 2 Runden. Und dann kann er sich noch unendlich mal teleportieren. Da hätte es wenigstens nur 3 mal sein sollen. Ich finde es nicht okay, wenn ein Gegner einfach overpowered ist. Und wenn man hier nicht overpowered ist. Nimm, guck mal, man hat 3 Gegner. Die 2 einfachen haben 200 Lebenspunkte. Und der Boss quasi von denen hat 2000 Lebenspunkte. Ich habe 500 weniger. Und wenn alle 3 mir schon sehr viel Schaden anrichten, dann hat man quasi nicht wirklich eine Chance. Da braucht man echt wirklich sehr viel Glück, wie bei den ganz anderen Missionen. So ähnlich wie bei Fierce of Forever. Vor allem kann man das erst viel besser schaffen, wenn man die weiterentwickelte Version von Piñata hat. Also so, dass dann 3 Piñatas dann runterkommen, statt nur eine. Dann hat man viel bessere eine Chance, dieses Level zu schaffen. Aber Final Boss ist wieder zu extrem. Das ist einfach viel zu unfair. Und das macht das Ganze einfach nur
frustrierend, es klaut den Spaß. Und es gibt auch einen fetten Minuspunkt dazu. Sogar mehr. Aber naja, genug aufgeregt. Die Kampagne werde ich, wie gesagt, nicht mehr spielen. Ich möchte nicht 170.000 Folgen daraus machen, nur um dieses Scheiß zu schaffen. Manchmal kann ich das verwenden, manchmal nicht. Oder gibt es nur, oder geht es nur eine bestimmte Zeit? Hier täglicher Siegesbonus. Oder geht es nur online? Ist mir auch relativ egal. Ich bedanke mich ansonsten, dass du zugesehen hast, und dann geht es nächstes Mal weiter mit dem Versus-Kampf, das wir schon vorher aufgenommen hatten. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.